Und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil The Witcher 2 Assassins of Kings. Im letzten Teil sind wir leider vorzeitig verstorben, deswegen, obwohl das natürlich, man merkt schon, wie abstrus das eigentlich ist. Ich meine, zwei Pfeile und du bist tot, das ist schon süß. Vor allem, weil ich eigentlich das A-Zeichen auf den gemacht hatte und der hätte da eigentlich runterfallen sollen, aber er wollte nicht. Okay. Gut. Aber ich werde das auch nicht rausschneiden, wenn ich drauf gehe. Ich meine, komm, so eitel bin ich nicht. Hab das Spiel schon mal ohne drauf zu gehen durchgespielt, dann kann eigentlich nichts mehr schocken. Ist ja auch nur Spaß. So. Hallo? 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 Climb, genau. Dankeschön. Ja, vor allem lustig, ich hätte da gar nicht hochgehen müssen, ich hätte einfach da mit dem König weitergehen können, dann wäre das gar nicht passiert. Und schade. Und der Witcher, episch, schlachtet er sich durch die... Oh ne, warte mal, da ist einer hinter mir. Mal kurz warten. Jetzt, so. Und bam, bam. Boah, das macht schon Spaß. Und nochmal, und bam. Der Fritze, der blockt doch alles ab. Sollen wir mal ein Anzeichen machen? Eins, zwei. Ach, der dritte. Oh, und jetzt hacken wir ihn alle kaputt. So, jetzt warte ich mal eben kurz, bis das hier oben, sieht man in der Mitte, ja, die Zeit, wie lang so ein Zeichen geht, abgelaufen ist. Ich speichere mal hier. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Man weiß ja nie. Ach ja, und die Sachen nehme ich jetzt nicht auf von den Leuten, weil das nichts bringt. Also ein Orin, das ist wirklich nicht wirklich wichtig. So. Man hat in dem gelben Spiel keine Geldprobleme. Boah, Jungs, ich bin Arzt, lass mich durch. Jetzt fällt er wieder nur um. Was ist denn das? Mensch, ey, jetzt wollte ich euch mal was Lustiges zeigen. Geht das nicht, ey. Skandalös. Eins und zwei. Und drei. Und boah, das ganze Blut. Slash, slash. Oh, schon wieder fast tot hier. Oh, deine Fratze habe ich auch in zwei Scheibchen geschnitten. So, mal wieder auf Quen zurück. Ich kann die anderen Zeichen später mal benutzen, die bringen hier nicht so viel. Weil die Gegner zu schwach sind, um sie irgendwie zu verhexen, und die anderen bringen irgendwie nichts. Der Erste, der es in den Turm schafft, wird nicht immer genug Wein haben. Wie schön. Ja. Noch eine Pirouette für euch. Smash the door. Give me splinters. Jetzt gleich werde ich meine Bombe benutzen. Die wirft man auf R, übrigens. So, jetzt gehe ich hier rein, warte mal. Oh, erstmal ein neues Quenzeichen. So, jetzt kann man einen da anvisieren und die also schon reinschmeißen. Ui. Kann man Finisher zeigen? Mit Flammen. Sehr schön. So. Ups. Und das war's. Man sieht, die Bomben sind relativ hilfreich. So. Handgranate. Die Handgranaten des Mittelalters. Witcher-Bomben. Ich werde relativ oft speichern, weil ich nicht alles 20 Mal spielen will. Das bringt es irgendwie nicht. You'll be treated with honor. Go plow yourself, King. Bury them in arrows. Come on, men. For Temeria. They're well shielded. You've got a better idea? I'll try to get inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands.
He's hot-tempered, but good with a sword. Be careful. I'll try to reason with him. Mhm. Genau. So. Es ist gar nicht so leicht hier. Muss man hier schön rollen. Und eins, zwei, der muss sofort weg. Dann noch ein Quen hier. Dann den. Dann definitiv den. Jetzt habe ich auch schon ein Problem, dass ich keinen Quen mehr habe. Okay, Quen. Ups. Oh oh. Schön die Ecke. Wieder Quen hoch. Und rein geht's. Eins. Am Anfang kann man jetzt eigentlich nur so relativ wild rumklicken und die Typen dann ziemlich. So, jetzt will ich den aber da runterschmeißen hier. Komm mal her. Man kann selber übrigens nicht runterfallen. Glaube ich zumindest. Ah, schön. Naja, ist er ins Wasser gefallen. Der lebt noch. Okay. Ja, gut. Komm, kletter da hoch. Braver Witcher. So. Ja, der Charakter Geralt ist eigentlich generell ein ziemlich geiler Charakter, der auch in den Büchern von dem polnischen Autor, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, oder auch gar nicht parat habe übrigens. Ich weiß gar nicht, ob die im Deutschen überhaupt vorhanden sind. Aber er ist wirklich ein sehr geiler Charakter und der halt auch mit Frauen seine Geschichten hat, aber auch generell einfach sehr sympathisch ist. The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Word has it, you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Nein. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute you may lose even those. Choose. Hear that, men! The king sends a witcher and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a witcher's sword. Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! Never. You heard them, Witcher. Drop your weapon, fool. Don't be a fool. This is no game. Your men don't need to die. Surrender, the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Run? He made mother a harlot, then denied her before all the realm. True enough. But no massacre, no misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you. Also ich hätte ihn jetzt hier auch niederbrezeln können. Ihn alleine oder all seine Leute und ihn. Aber ich kann ihn auch leben lassen. Das ist eine der ersten Entscheidungen, die man trifft, die das Spiel auch so besonders macht. Arion Lavalette laid down his sword. Oh well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Continue. Also man hat ihn dann doch in den Kerker gebracht. Warum, weiß man jetzt noch nicht. Was ist eigentlich mit dem Drachen passiert? While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edo. To think it almost killed us all. Drachen gibt's hier auch, ja. Gehören wohl zu den etwas größeren Monstern. Wobei nicht zu den größten, wenn ich das Spiel jetzt nochmal Revue passieren lasse. Egal. Werden wir alles sehen. So. Arion Lavalette has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy.
Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to feed us to town. Want to head back to the tent? It will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's special forces. We want to see him! You doubt my words, dog? Open the gate now! Wow. Bam. So gets off. Und jetzt ist das Tor zu lang. Bam, auf den König. Sire. Vernon Roach. Tell me, Roach. There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. Cross, quickly. Hupsi dupsi. Protect the king! Jetzt kommt der zu groß gewordene. Zu groß gewordene. Eidechse. Ja. Wieder an. So viele meinen, es gibt ja keine Drachen hier. Huch. Wohl doch. Wenn man die String-Taste drückt, um das Sign auszuwählen oder alle anderen Sachen, die man auswählen kann, dann verlangsamt sich die Zeit extrem, sodass man halt Zeit hat. Aber es ist nicht so, dass das Spiel komplett aufhört. Stoppt. Zu dem Zeitpunkt. So. Solange der Drache da ist. Können wir nichts machen? Ich weiß nicht. Oh. Go on. Oh Gott, scheiße. Fast verbrannt. Das ist echt nicht leicht, hier durchzukommen. Also für einen Prolog ist das echt nicht leicht. So. Okay, jetzt bin ich fast tot. Ich speichere mal eben. Kann ich natürlich nicht. Jetzt wird es auch wieder sehr eng. 1, 2, 3. Hier, so. Geh ich mal eben rüber. So. Scheiße, ich muss hier raus. Und dich in den Rücken hier. Komm her, du Sau. So, der ist weg. Dann darf sich von wenig Health hier wirklich nicht, beunruhigen lassen. Jo. Das hast du gut gemacht, Trissy Triss. Sup. Jetzt mach ich mal was Lustiges. Ich meditiere jetzt mal. Indem man hier drauf drückt. Ja, halt das mal schön. Ich mach gerade mal was. Und zwar. Character. Hier hat man die Grundeigenschaften eines Witchers. Also zumindest laut dieses Talentbaums. So, jetzt kann man hier auswählen, was man denn nehmen muss oder nehmen möchte. Du hast also 6, musst du hier nehmen, also bis Level 7. Und dann kannst du dich auf Swordsmanship, also Schwertmeisterschaft, Magie oder Alchemie spezialisieren. Aber hier muss ich jetzt erstmal investieren. So, da hinein, danke. So, Triss hält das ja gerade für uns. Okay, Schatz. Bis später. So. The bridge is burning! Quickly, this way! Shit. Quickly, ne? Also, hier von wegen schnell. Ich bin als erster drauf. Dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed.
Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Das ist ja so, ja, der längste Teil des Prologs, der jetzt kommt, und ach, der, ja, beste? Ja, beste, würde ich sagen, weil man am meisten machen kann. Ups. Egal. So. And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fenn took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire. That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? What of this passage? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fenn, come with me. Witcher. Your Grace. I have a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Jetzt könnte ich ihm noch wieder Worte geben, nach dem Motto, sollten wir nicht vielleicht warten, oder die würden der, den Kindern der Baroness auch eh nichts tun. Aber ich bin ein obrigkeitshöriger Mensch und sage, ja klar, Sir. I'm relying on you, Witcher. So. Okay. Jetzt müssen wir hier runter. Da di da di da. Ja, das ist wohl. Da haben wir schon ein paar zusammengefercht hier. Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king will decide your fate. Da kann ich leider nicht eingreifen. So. Mörder. Time to pay your. These people are unarmed. This is not your concern. Get lost. We get lost. Get out of here now, or you'll leave when I feed your corpses to the stray dogs. This one's got murder in his eyes. Let's go. Thank you, sir. Thank you. Geil. naja, aber. Das ist auch so ein Konzept. Witcher sind Berufs-Monsterjäger, das heißt, das ist ihr Beruf. Das heißt natürlich in einer realen Welt, dass sie davon leben müssen. Ergo brauchen sie oder wollen sie dafür auch bezahlt werden. Sie sind also keine Ordensritter oder irgendwelche Heiligen, die das alles für nichts machen. Also demzufolge sind sie etwas ja verpönt, weil man sagt, sie haben eigentlich nur Augen für Geld. So. No business here. Oh yes, I have. Leave them alone. They're innocent. Innocent? They're with the Lavalettes. Weeds that need to be ripped out with their roots, so they won't grow back again. Treason spreads like the plague. No one will leave here alive. And you stay out of this. Glaube nicht. I won't stand by while you murder innocents. So, what'll you do? Kill you. Kill you, yeah. I was not after your blood. I have witnesses. Ja, ja. Okay. Kannst du ja ein Eis von kaufen. So. Eins, zwei. Den muss ich jetzt nicht töten, sondern nur besiegen. Das sollte nicht allzu schwer sein, weil er eigentlich immer nur rumschwingt und. Komm, nochmal. Ja. Oh, hat mich geblockt. Komm, komm, komm. Eins, zwei, und das war schon. Okay.
weil heute Sonntag ist. Let the people out and walk away. Unblock the door! I'll report this. Yeah, you do that. Burn anything or touch a single woman, you sons of bitches, and the king will hear of it. So schaut's aus. Geralt, der Gerechte. Ja, Geralt der Gerechte einfach. Bumm. Jetzt geh ich da mal rein. Leave us be! You're free. Thank you, my lord. Geld wäre nicht schlecht. I can't live on gratitude alone. We're poor, sir. Damn. Find a place to hide until this madness ends. But we're here. Bleib doch einfach hier drin. So. They've taken all from us, save our land. Ein bisschen Blümchen pflücken. So. Hier gibt's noch. Oh, jetzt habe ich das Silberschwert gezogen. Hit, schlag doch auch mal zu, du Pussy. So, ich könnte natürlich jetzt auch in jedes Haus gehen und überall Gold klauen und... Aber das will ich nicht. Ich bin kein Dieb. Ich bin nur... ja, ich bin Kapitalist, aber kein Dieb. So. Kann man hier mal... Wo haben wir sie? Ja. Soldier's Orders können wir mal nehmen. Steht dann drin, das Inventar, glaube ich. Soldier's Orders. Ja, dass sie alle zum Tempel zurückkehren sollen und diese Position um jeden Preis halten sollen. Das haben sie schon mal nicht geschafft. Jetzt habe ich übrigens wieder 5 Bomben. Das ist auch so ein kleiner Bug. Ja, 5 Bomben. Und auswählen. Ich will immer Sprinten drücken. Das ist aber hier langsam gehen. Tja, das ist eine gute Frage. Sup. Jetzt gehen wir mal hier runter. Den können wir nicht helfen. Könnte das ein Wink mit dem Zaunpfahl sein hier? Könnte. Das geht ja auf. Sup. Jetzt versuche ich mal ohne Quen. Sehr mutig von mir. Ich weiß. Oh. Ja, ganz ehrlich, sind mir eigentlich zu viel für ohne Quen, aber... Ah, schon fast tot. Noch ein Schlag mehr, dann bist du fast schon weg. Der ist schon mal weg. Der... Und weg ist er. Und der auch noch. Das. Ohne Quen. Yay. Komm, gib mir die Blumen. Gib mir Ballis oder wie auch immer das heißt. Und im vierten Teil dann sehen wir, wie ich diesen Brunnen hinabsteigen werde und die Kinder von Foltest finde. Alles klar, bis dann sage ich Tschüss und danke fürs Zugucken. Ciao.